Peter Etorix, die 5 Sina Barofolo, dann Versace Diamant, die 6 Tom Carton, Jordi, die 7 mit Thomas Maaßen und schließlich die 8 Mr. Blitzer, Witt und Samantha Stolker. Meter bis zur Startmarke. Und das war der Start zum 12 Uhr. Damit dann sehen wir Versace Diamant und noch weiter außen dann Mr. Blitzer Witt. Pferdemitte der Tribünengraden. Attacke außen von Mr. Blitzer Witt auf die vorderen Pferde. Carola Witt, Mr. Blitzer Witt, dann Etorix mit Cantadou. Fünfte Position für Versace Diamant. Dann sehen wir Powerpoint mit Karel Gegut. Eingesetzt, später Fehler jetzt hier von Etorix. Fehler im Einlauf, Cardolan Witt immer noch vorne. Erweil wurde Etorix disqualifiziert, Cardolan Witt vorne. Außen bemüht sich jetzt dann Versace Diamant, kommt noch gut auf außen, greift vorne noch einmal an, aber Cardolan Witt ist vorne. Cardolan Witt, Versace Diamant, Cardolan Witt, Versace Diamant, dann Jordi schließlich für Platz 3. Ja, wir machen jetzt eben, Julia macht eben schön ein paar Fotos. Gratuliere, Gerd. Das war doch ein tolles Wochenende. Gestern mit Kentucky Lowell, heute mit Cardolan Witt. Schlechter können sie nicht laufen. Nee. Besser. Aber nein, aber es sind auch zwei verschiedene Pferde. Aber muss ich noch verschieden. Das war jetzt morgen ganz gut. Nach dem Quarry und war noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen besser, er ist ja schon ein richtig gutes Pferd. Wenn ich mir anschaue, er war schon Zweiter in Wolwega in 13, läuft immer wieder gegen die besten Pferde seiner Klasse. Jetzt nach der Pause, das war schon eine feine Vorstellung. Ja, sicher, war eine gute Pferde. Ich hatte die Diamant und egal, wie ich auch weiter, gut. Frage, ich weiß es nicht. Tolles Pferd, Rassel November, und auch ein guter Deckhengst. Ja, hier ist ein Sohn. Hier ist ein Sohn, genau. Der war genauso schön. Ja, der sieht auch eigentlich genauso aus wie sein Vater. Ich habe hier so einen Sohn, wenn wir einen Vogel haben, habe ich schon gekauft, weil er so auch seine Vater.
Gute steht nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, nou, glaube ich nicht so, das sind Ferien, die hat man einmal im Leben, glaube ich. Und dann wird es am Anfang, das ist natürlich schön so. Als we gaan drie zoeken binnen met was het Deutsche Trabe Derby. En dan gaan ze overleven met Grand Prix. Als we Grand Prix Frankrijk 4-4 gewonnen. Ja, dann mal gucken, was die Zukunft bringt. Dann hoffe ich mal, dass du in Zukunft öfter nach Gelsenkirchen kommst. Ja, dat ging goed hier. Ik moest alles een beetje voorbereiden voor de pitbaanrennen. Maar dan moest ik onder de zand 10.000 blijven. Ab und zu mal Gelsenkirchen. Dann freue ich mich. Herzlichen Glückwunsch. Einen guten Nachhauseweg nach Holland. Woher kommst du da? Ganz oben, Nähe von Enkhuizen. 3 Stunden fahren. Das ist weit. Nächstes Mal nicht wieder letzte Rennen, bitte. Ja, okay, wir gucken, dass es nächstes Mal nicht letzte Rennen ist. Wir laden nicht für so viele Leute hier. Aber nichtsdestotrotz bitte einmal hier einen herzlichen Applaus für Gerd Jan de Vries und einen sehr starken Karel Lambiti. Letzten Quoten für heute. Der Sieger zahlt auf Sieg 2,80 Euro. Die Platzquote.